Herzlich willkommen zurück zu Drakensang. Wir sind bereit für die letzten Kämpfe und deshalb. Die Äxte geschärft und die Armbrüste gespannt. Ich bin froh, dich lebend wiederzusehen. König Aromboloch ist mit seinen Kriegern ausgerückt, um das drachische Gezücht vom Drakensang aufzuhalten. Gut, ich muss dem Bergkönig nach und die Zauberin Malgora aufhalten. Sie steht hinter allen Machenschaften. Haha, über diese Taten wird man noch ganze Steintafeln schreiben, Travian. Es ist eine Zeit für Helden. Ich lasse uns sofort von einem Führer zum Bergdrakensang bringen. Jedoch müssen wir die Tore hinter uns verschließen lassen. Wir sind dann auf uns gestellt. Uns? Bekleidest du mich, Arum? Und ob? Soll ich etwa tatenlos hier sitzen, wenn alle anderen Angroschim ihr Leben für Murolosch geben? Nein, ich habe nur auf deine Rückkehr gewartet. Dann lass uns aufbrechen. Und da geht's schon los. Okay. Zückt eure Waffen. Gute Entscheidung. Ei. Gut, gut. Probier's gleich. Na, das sind auch Zwerge, ne? Ich wollte sonst einen Feuerball reinhauen, aber dann nicht. Aber wir können einmal das benutzen. Ich mach das schon. Wenn wir schon dabei sind und das ganze Zeug mitgeschleppt haben. Magica per probatio. Bei dir ist es fehlgeschlagen. Marcella. Auf geht's. Rettet die Zwerge. Sprich, Freund. Ich nehme die Sache in die Hand. Los, hau rein. Vier Wunden haben wir ihm schon geschlagen, ey. Ja, direkt auf ihn hier, komm. Oh nein, die Zwerge, sie fallen. Los, macht sie weg. Blitz dich, Wind. Aber er ist viel geschlagen. Den hier erstmal noch. Damit wir dann... Quindala ist noch in Sicherheit, ja. Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Komm, mach den weg jetzt hier. Auf den hier, komm. Meisterschütze, los. Okay, der ist nicht so schwierig. Alle mal hergehört. Das sind alles Lieutenants. Gute Entscheidung. Du machst mal den gezielten Stich. Du darfst noch mal mit dem probieren. Du haust einmal Feuerzauber rein. Oh, das sieht nicht gut aus. Wenn die jetzt alle hier sind, heißt das, die Zwerge sind gefallen. Magica perturbatio. Für die Königin, für Rondra. Los. Immer drauf. Gehen wir erstmal auf den hier. Für die Königin, für Rondra. Alau Yama, Albrasora. Der war schnell tot.
gelingen im Schein der Macht. Ah, sehr gut, Quindala. Kriegsbolzen, das nützt uns halt nichts. Aron, wo willst du hin? Nee. Am Blut, wer weiß. Seht, dort vorne ist der Rombolosch. Ah, okay, der König hat also überlebt. Hält sich jemand den Berg hinauf? Aus Richtung Murolosch? Das kann nur Hilfe sein. Amrosch sei Dank. Sollte es wirklich? Ja, dann können wir wieder frischen Mut schöpfen. Jo, ich bin da. Menschenkenntnis. Arombolosch ist erschüttert, dass seine Krieger sich nicht bis zur Hammerhöhle vorkämpfen konnten. Der Verlust seiner Kämpfer trifft ihn tief und darum ist er umso erfreuter über deine Ankunft und den Anblick seines Sohnes. Ah, ihr und mein Sohn Aron. Ihr seid immer da, wo es nach Kampf und Blut riecht. Euer Mut ist beispielhaft. Wir wurden von drachischen Kreaturen aufgehalten und viele von Angroschs Kindern gingen zurück zu ihrem Vater. Ich hoffe, mit eurer Hilfe können wir uns zur Hammerhöhle durchschlagen. Was genau ist eigentlich die Hammerhöhle? Bergauf liegt die heilige Hammerhöhle Malmarzrom, wo vielleicht noch Zwerge am Leben sind und sich der Feind erwehren. Lasst uns koordiniert vorgehen und das Drachengezücht erschlagen, bis auf die letzte Kralle. Aron, kämpfe an meiner Seite. Gut, lasst uns gemeinsam losziehen. Wer kämpft denn hier überhaupt schon wieder? Nicht so schnell. Hört zunächst meinen Plan. Nicht weit von hier zweigt ein Seitenpfad links vom Hauptpfad ab. Er führt zu einem kleinen Plateau oberhalb des Eingangs zur Hammerhöhle. Wer diesen Pfad nimmt, kann die Angreifer mit Fernwaffen gefahrlos angreifen. Hier zeigt ein Seitenpfad links, okay. Der Seitenweg also für die Fernkämpfer und der Hauptweg für den direkten Angriff. Richtig, wir haben Ex und Armbrüste dabei, deswegen überlasse ich euch die Wahl. Wollt ihr über den Seitenweg mit Fernkampfwaffen angreifen oder über den Hauptweg im direkten Kampf? Ja, wir nehmen den Hauptweg. Ich wähle den Hauptweg und den direkten Kampf. So soll es sein. Habt ihr noch Fragen? Führt dieser Pfad auch bis zum Gipfel? Ja, der alte Pilgerpfad gabelt sich an einigen Stellen, führt dann aber wieder zusammen. Nur ein blinder Wühlschrat könnte den Gipfel verfehlen. Was hat es mit dieser Hammerhöhle auf sich? Die Hammerhöhle Malmarzrom ist ein heiliger Ort und von Angrosch gesegnet. Die geweihte Angraxa vom Stein hütet die Höhle. Ich habe Krieger zu ihr entsandt, aber ich kann nur hoffen, dass Malmarzrom noch nicht gefallen ist. Kann uns dieser heilige Ort am Kampf vielleicht nützen? Angroschs Wohlwollen wird uns immer nützen, Dravian aus Belhanka. Wenn Angraxa noch lebt, wird sie sicherlich die Mächte des Weltenschöpfers herbeirufen können, um uns stark zu machen gegen die Drachenbrut. Drachische Kreaturen. Könnt ihr mehr über diese Wesen sagen? Solches Gezücht habe ich in meinem ganzen 300-jährigen Leben nicht gesehen. Es ist, als wäre es nicht unter der Sonne Aventuriens geboren. Sie kriechen und fliegen den Berg hinunter, manche wie wilde Echsen, andere aufrechtgehend. Okay, genug geredet. Lasst uns aufbrechen. Der Feind soll den Tag verfluchen, an dem er sich mit uns angelegt hat. Halt. Uno momento. Sekarian. So, please. Hast du noch irgendwas Sinnvolles? Kriegspfeile, das ist was für dich. Geht ruhig. Los, macht sie weg. Geht auf ihn hier. Kommt, der hat schon 4 Wunden. Auf ihn. Sehr gut.
echt nochmal ganz schön viele Erfahrungspunkte, ne? Hier ist die Stelle, an der sich der Seitenweg abspaltet. Auf in den Kampf. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, natürlich. Wir sehen uns bei der Hammerhöhle. Jo, den nehmen wir nicht. Wir nehmen... wir müssen doch hier lang, oder? Ja, wir müssen da lang. Kriegspfeile. Und noch mehr Pfeile. Okay. Man kriegt ganz schön viel Verbandsmaterial. Oh ne, die wollte ich gar nicht. Kann ich die wieder zurückgeben, bitte? Ach, schade. Eugenwurz. Feldhändler, was zur Hölle? Der Wind trägt mir Klänge von Kampf und Tod zu. Die Hammerhöhle wird angegriffen, okay. Steht uns gegen diese Kreaturen bei. Aber natürlich. Ich komme. Sollte nicht allzu schwierig sein. Wenn ihr es ein bisschen schneller schaffen würdet, wäre es aber auch nett. Ihr habt die schon alle platt gemacht hier. Angroschs Dank sei euch gewiss. Nur mit eurer Hilfe war es möglich, die Hammerhöhle Malmarts Rom vor diesen geschuppten Bestien zu retten. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Es sah schon so aus, als hätte das Angraxa vom Stein im Griff. Es war mir eine Ehre, mit euch zu kämpfen, König Arombolosch. Den Weg zum Gipfel müsst ihr jedoch allein bestreiten. Prinz Arum und ich werden helfen, die Hammerhöhle zu verteidigen, bis ihr das Übel endgültig besiegt habt. Angroschs Segen sei mit euch. So sei es. Garoschem, ich, Angraxa, Tochter vom Stein, die Priesterin von Malmarzrom. Ihr habt unseren heiligen Ort vor diesen Bestien beschützt. Doch, ich fürchte, diese waren nur eine Vorhut vor dem, was dort oben auf dem Gipfel lauert. Es war mir eine Ehre. Aber was meint ihr denn mit Vorhut? Und was war dieses Objekt, das ihr zerstört habt? Logroborum. Drachenkultisten haben den alten geodischen Steinkreis dort oben auf dem Tragensandgipfel erobert und mit finsteren Riten um einen großen Kristall begonnen. Seitdem stürzt aus dem Toren des Limbus Drachengezücht in unsere Welt. Allein das Zerstören der Portale hält sie uns für eine Weile vom Leib. Diese Wesen sind wir auch schon begegnet. Und am Gipfel soll es noch mehr geben? Schaut selbst, welch unheiliges Wirken über den Gipfel tobt, Draka. Es ist zu befürchten, dass etwas Großes in unsere Welt einbrechen will. Etwas sehr Großes. Was auch immer es ist, es muss aufgehalten werden. Das ist wohl Atrakor, nehme ich an. Wir werden dieses Ritual zerschlagen. Doch nachdem König Arombolosch und seine Gefährten hier bleiben werden, sind nicht mehr viele Gefährten da. Wollt ihr uns unterstützen, Angraxa? Wir können die heilige Höhle nicht im Stich lassen, die wir mit so viel Blut verteidigt haben. Verschnauft hier, stärkt euch noch einmal und lasst mich euch mit anderen Kräften als mit unseren Äxten helfen. Gut, das kann ich gebrauchen. Kann ich euch etwas fragen? Gerne beantworte ich eure Fragen, denn es freut mich zu sehen, dass eure Kampfkraft eurer Trinkfestigkeit in nichts nachsteht. Was ist ein geodischer Steinkreis, der dort oben auf dem Gipfel steht?
Der Dragensandgipfel ist ein Ort großer Macht. Etwas Bedeutendes ist vor Urzeiten auf diesem Gipfel geschehen. Unsere Zauberer, wir Zwerge nennen sie Geoten, haben vor Jahrtausenden an diesem heiligen Ort einen Steinkreis errichtet, um die magische Macht der Elemente dort zu bündeln und zu nutzen. Ihr spracht von Toren zum Limbus. Was genau da ist damit gemeint? Der Limbus ist jene Zwischenwelt, über die andere Sphären und Welten erreicht werden können. So heißt es. Die Kultisten haben nun mit magischer Macht hier solche Tore erzeugt, um anscheinend jene drachischen Kreaturen aus einer anderen Welt zu rufen. Was hat es mit dieser Höhle auf sich, die er so erbittert verteidigt? Die Hammerhöhle Malmarzrom, wie ihr sie nennen, ist ein Heiligtum Angroschs, unseres Schöpfers. Hier kann man Angroschs Hammer schlagen hören, wenn der einst seine Hämmer verstummt. Dann wird die letzte Zeit der Zwerge mit der großen Schicksalsschlacht gegen die Drachen anbrechen. Lass uns hoffen, dass diese Zeit noch weit in der Zukunft liegt und nicht heute schon beginnt. Ich weiß genug. Für euren Segen wäre ich nun dankbar, dann ziehe ich sofort los. Dankeschön. Ich muss den Gipfel des Bergs erreichen, denn dort oben setzt Magorra ihre finsteren Pläne um. Ich muss sie aufhalten, sonst ist alles verloren. Es reicht einfach nicht, das adamantene Herz mit dem Thesis-Kristall zu berühren. Magorra muss auch daran gehindert werden, ihr Ritual zu beenden, sonst macht sie mir am Ende noch einen Strich durch die Rechnung. Ja. Auf dem Berg Dragensang wird sich entscheiden, ob die Mühen der Kämpfer der Drachenquest umsonst waren oder ob es ihnen gelingen wird, dem Unheil Einhalt zu gebieten. Sollten sie scheitern, wird es nichts mehr geben, was Altakor, wieso heißt denn der jetzt so, noch aufhalten kann. Er wird Aventurien unterjochen und einen Schreckenherrschaft der Drachen errichten, der sich keiner wird entziehen können. Magorra muss auf dem Gipfel des Dragensang sein. Ich muss also ganz nach oben, um sie aufzuhalten. Um zum Gipfel zu kommen, muss ich durch den versperrten Durchgang gelangen. Offensichtlich wird die magische Energie der Barriere durch die Limbus-Portale gespeist. Wenn alle Limbus-Portale vernichtet sind, wird auch der Durchgang frei sein. Okay, zerstöre das zweite Portal. Ich muss das nächste Portal finden und zerstören, damit wird der Dragensang zum Gipfel weiter geschwächt und die Angriffe auf die Zwerge gemildert. Okay. Die Angreifer sind fürs Erste zurückgeschlagen. Damit ist den Helden Angraxas Hilfe sicher. Die Taktik war erfolgreich. Okay. Ja. Da kommen schon die Nächsten. Ah ne, die Bolzen wollte ich eigentlich nicht. Naja. Sturm über Wassern. Los. Na los. Alle mal hergehört. Mandaya Ioai Banda. Los. Weg mit ihm. Sanya, stirb! Meine Rache! Na, Travian? Kurkum! War jetzt aber ein bisschen eng. Kriegsbolzen will ich nicht. Die nehme ich. Hau ihm mal bitte. Gipfel. Durchgang zum Gipfel. Kann man denn jetzt hier drinnen? Ich meine, das Tor hat sie jetzt zerstört. Aber hier drinnen kann ich doch nichts machen, oder? Nee. Gut, ich muss schon erstmal da hoch. Da kommen schon wieder die Nächsten. Darf man echt nicht verlassen, diesen Weg hier. Ich nehme die Sache in die Hand. Ei. Dann eben ich.
Magica Perturbatio. Was ist denn mit Travian, ey? Der stirbt mir gerade weg hier. Ich meine, das wird auch so gehen. Aua. Meine Rache. Sikania. Gelinge im Schein der Macht. Magica Perturbatio. Gute Entscheidung. Nee. Sprich, Freund. Okay. Das könnte jetzt also doch noch mal ein bisschen härter werden. Bisher fand ich, ging's. Gut, dass wir uns hierhin zurückziehen können, falls wir eine Erholungspause brauchen. Ist das so? Alle mal hergehört! Ja. Komm. Komm. Gute Entscheidung. Compareo. Ich nehme die Sache in die Hand. Zum Angriff. Gut, gut. Magica Perturbatio. Einer nach dem anderen, ey. Das nützt ja nichts. Wenn die immer wieder kommen, nützt es ja auch nichts, immer wieder zurückzugehen. Ich mach das schon. Kurkum! Mein Atem geht ruhig. Mandaya Ioi Banda. Gute Entscheidung. Für die Königin. Für Rondra. Sprich, Freund. Alle mal hergehört. Meine Rache. Ja. Sanya. Hau das gleich mal rein. Ich mach das schon. Und für das. Für die Königin. Für Rondra. Oh, und er muss schon wieder einen Heiltrank nehmen. Scheiße. Gute Entscheidung. Ist ja schon wieder tot, ey. Krasser Scheiß. Ja. Alter, wie viel ist denn hier los?
Da ist so ein Portal. Kommen wir da hin jetzt ohne, um mit denen zu kämpfen? Ich mach das schon. Gelinge im Schein der Marder. Oh, was? Okay. Gut, gut. Hey, Sende. Alter. Geht alle auf einen, bitte. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich mach das schon. Sanya. Kann die ganze Zeit Quindala an, ey. Scheiße. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Jo, nee. Eieieiei. Ich weiß nicht, wie wir das am besten lösen. Und ob man die erstmal, diese Gruppe, die da war, ob man die erstmal beseitigt. Wirklich erstmal die hier angreift. Eventuell kann Jos schon mal einen Feuerball reinballern. Komm. Komm. Compareo. Okay. Der. Ich mach das schon. Zum der. Angriff. Sprich, Freund. Hier. Okay, gut, dann haben wir die schon mal weg. Dann kann man sich jetzt vielleicht mit denen beschäftigen, die da hinten rausgekrochen kommen. Und kann die erstmal plätten. Du schießt einfach mal auf den, bitte. Magica Perturbatio. Mein Atem, Yandra Aikara.
Wo läufst du jetzt? Ach, da ist noch so ein Mantrake. Was sind das jetzt hier für Typen? Kommen die alle hergekrochen? Steingolems. Auch noch. Jost. Gelinge im Schein der Marder. Feyatara Gra. Mandaya Ioi Banda. Komm. 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 Pareo. Magica Perturbatio. Oh, what? Eine Scheiße. Wahrscheinlich hätte ich mich nicht mit denen jetzt beschäftigen dürfen, sondern erstmal das Tor zerkloppen müssen. Fürchte, das wird jetzt nichts mehr. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, erstmal die Tore zu machen, dass halt da nichts mehr rauskommt. Dann eben ich. Komm, 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 Pareo. Nandos. Willst du noch einen rein? Magica Perturbatio. Okay. Zum Sieg. Für die Königin, für Rondra. Amazone voraus. Was ist da drauf los? Auf das scheiß Tor, Leute. Gute Entscheidung. Kriegt das wohl nicht hin, oder was? Ich? Nandos. Okay, das ist schon mal weg. Das heißt, von hier kommt jetzt erstmal niemand nach. Können wir uns jetzt ganz entspannt um die kümmern. Hm. Ja, und du dir mal bitte. Nee. Aua. Aua. Habt ihr es jetzt mal? Mann, nee. Zum Sieg. Sanja. Magica Perturbatio. Ach, just. Und das sind wieder die Steingolem-Scheiße. Was willst du denn hier Was ist los bei dir, Quindala?
Mandaya Ioi Banda. Oh, Just. Ja, doch, du kannst mal versuchen, Feuerball reinzuballern. Komm. Komm, Pareo. Komm, nimm den scheiß Trank. Okay. Dann hau rein. Und du auch. Sekarian. Ach, schon wieder so ein Mandrake, ey, so eine Scheiße. Amazone voraus. Mein Atem geht ruhig. Alarm. Dich? Aldrasso. Sekaria. Hui, keine Munition mehr. Kriegspfeile. Sanja. Saranar Ayorla. Nandos. Huiuiui. Wir haben es aber gleich. Ich? Hey, Sende! Ja. Yandra Aikara. Puh. Kurz mal speichern. Da kommt noch ein Stein. Golem, was zur Hölle? Zwei? Spawnen die einfach immer wieder? Sprich, Sanyasa Pegra. Sekarian. Feya Tara Gra. Yandra Aikara. Komm. Komm. Komm, Pareo. Magica Perturbatio. Oh Mann, ey. Im Schein der Marder. Ich nehme die Sache in die Hand.
Ich? Sikarian. Los. Warum denkst du überhaupt darum, ey? Sprich, Freund. Ai, Zanyasa Fegra. Saranar Ayorla. Okay, jetzt haben wir noch Quindala, die mit Zaubern ein bisschen was hier machen kann. Alaoyama, Aldrasora. Meine Rache. Mein Atem geht ruhig. Komm, steh auf, Just. Oder auch nicht. Dann bleib halt da liegen, Alter. Ei. Jetzt hat die Falle ausgelöst. Komm schon, Just. Warum denn immer die Golems? Verdammte Hacke. Ja. Gakai. Yandra Aikara. Amazone voraus. Zum Angriff. Sprich, Freund. Mein Atem geht ruhig. Mandaya Ioai Banda. Los, komm. Ich mach das schon. Was eine Scheiße war das denn bitte? Sprich, Freund. Eieiei. Alaoyama, Aldrasora. Yandra Aikara. So, jetzt haben wir alle geheilt. Jetzt warten wir noch kurz, bis Quindala ihre Astralenergie ein bisschen regeneriert hat. Allerdings machen wir dann erst hier im nächsten Video weiter. Zeit ist nämlich an der Stelle um. Wow, das sind echt teilweise ganz schön harte Kämpfe. Muss man schon so sagen. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.